Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zurück seid zu einem neuen Video. Heute starte ich wieder meine Abnehmtagebuch. Heute ist der, oh, lasst mich nicht lügen, der 22. August. Ja, ich weiß, ich habe spät angefangen, weil es bei mir echt so momentan so rauf und runter. Ich habe eine sehr große Esphorie, ich weiß nicht mal, was das heißt, Esphorie gestartet, also wirklich so. Ich habe echt so ein bisschen gefühlt gegessen, was ich einfach, worauf ich Bock hatte. Direkt mal hier, um ehrlich wieder zu sein in diesem Video. Wir wollen alle ehrlich sein, ist ja klar, ne? Ich habe schon vorher in anderen Videos immer erzählt, dass ich mich so nicht da reindränge, weil ich mich selber nicht so unter Druck setzen möchte. Obwohl es mich ehrlich gesagt schon immer gestresst hat, wenn ich es wieder zugenommen habe und dann mal wieder runter. Also es geht bei mir halt immer so rauf, runter, von 108 wieder auf 110, von 110 wieder runter auf 108. Das ist halt echt immer so hoch und runter. Das triggert mich schon ein bisschen, stresst mich ein bisschen, bin ich ehrlich zu euch. Aber ich versuche mich nicht stressen zu lassen, weil, wie wir wissen, bringt das nichts. Ja. Wie gesagt, heute ist der 22. Meinen letzten Stand hatte ich gefilmt. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, welchen Datum das war. Ich blende euch aber den Datum, wie gesagt, in dem Clip ein, denn ich habe wieder angefangen mit dem Wiegen, euch das zu zeigen, euch aufzunehmen, damit ihr euch auch ein bisschen sehen könnt, was da dran ist. Nicht, dass ich die ganze Zeit nur laber, ne? Ob die Wiege so heil ist, wissen wir halt noch nicht, aber ich vertraue jetzt einfach mal drauf, weil im Moment scheint sie wieder zu funktionieren, denke ich. Deswegen werde ich das jetzt erstmal so weitermachen, bis wir dann uns eine neue angeschafft haben. Ja, Thema Essen. Ich habe sehr viel Süßes gegessen. Ich hatte sehr, sehr krass den Janka. Ich hätte eigentlich meine Periode wieder kriegen sollen, habe sie aber wieder mal nicht bekommen. Jetzt mittlerweile schon seit 2 Monaten wieder nicht. Vor 2 Monaten war ich aber schon beim Frauenarzt und meine Frauenärztin hat gesagt, ich soll erstmal so weitermachen, wie es jetzt läuft. Bei mir ist alles eigentlich so in Ordnung. Es liegt halt alles nur an meinem Gewicht. Ja, man kann jetzt sagen, was man will davon. Es gibt auch dünne Leute, die solche Probleme haben. Was sagen Sie denn zu den dünnen Leuten? Falls ihr eine von den dünnen Leuten seid, wo die Frauenärztin auch zu euch sagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie zu euch sagt, wenn ihr eure Periode nicht habt. Also, ihr könnt mir mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was sie zu euch sagen. Das würde mich jetzt mal voll interessieren, was sie zu euch sagen. Weil zu den meisten Fällen habe ich immer bei Mädels gehört, die auch übergewichtig sind, so wie ich, dass wenn die keine Periode haben, dass es halt einfach am Gewicht liegt. Oder dass man gestresst ist, aber ich bin eigentlich voll nicht gestresst. Ich bin mittlerweile, ich habe ja jetzt auch mit Schule angefangen. Ich bin richtig, richtig locker geschillt drauf. Meine Klassenkameraden, alle mega nett und cool. Meine Klassenlehrerin auch mega cool. Alles easy, gar kein Stress. Zu Hause läuft auch alles gut. Also gestresst könnte es jetzt eigentlich auch nicht sein. Aber irgendwas muss es ja sein, dass ich wieder so diesen Hunger verspüre, dass ich einfach die ganze Zeit essen könnte. Das habe ich auch öfters gehabt, dass ich einfach esse, esse, esse. Und ich verspüre ich habe keinen Hunger mehr. Das verspüre ich irgendwie im Moment nicht. Was ein bisschen doof ist, ne? Muss ich mal so sagen. Kann aber wahrscheinlich auch einfach wieder an der Ernährung liegen, ne? Jetzt, indem ich ein bisschen besser gesunder gegessen habe, da hatte ich so einen Hunger gar nicht. Aber dadurch, dass ich jetzt auch viel Zeit habe, ich habe jetzt die meiste Zeit immer bis zur 6. Stunde und das heißt, ich bin dann schon um 13 Uhr zu Hause. Viel Zeit in meinem Leben jetzt. wieder viel Zeit zu essen, Leute. Was will ich mal sagen, du? Ja. Aber ja, ich werde euch halt wieder weiterhin updaten, wenn ich irgendwas zu sagen habe. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder, wenn ich was zu berichten habe. Ich melde mich mal. Ist ein bisschen her gewesen. Wir haben heute den 26. September. Ja, es ist etwas her, dass ich mich mal wieder gemeldet habe. Aber in der Zeit, ja, war es ein bisschen wild. Ich erkläre euch mal, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und zwar, manche wissen ja, dass ich ja wieder zur Schule gehe, um meinen Abschluss zu erhöhen.
Und das Ding ist, ich war irgendwie, keine Ahnung, die hatten sehr viele Klausuren geschrieben und Tests und sowas. Und ich habe halt sehr viel dafür gelernt. Und ich weiß nicht, ich war so ein bisschen im Klausurstress. Sagt man das überhaupt so? Keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall gestresst, was das angeht. Habe sehr viel gelernt. Und ja, war sehr, ja. Dann kam es noch dazu, dass ich, es wurde ja wieder kalt. Und immer wenn es kalt wird, dann habe ich so eine, so ein Tief, also so ein Depressionstief. Nicht so schlimm wie sonst, aber so ein bisschen halt. Aber es hält sich halt wirklich in Grenzen. Das kam auch noch dazu. Dann kam dazu, dass ich meine Periode bekam. Wenn ich meine Periode habe, da bin ich 3, 4 Tage überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich bin eine dieser Sorte von Menschen, die megas die Unterleibsschmerzen haben. So, ja. Und ja, dann wurde ich auch noch krank. Zum zweiten Mal. Ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor 2 Monaten krank gewesen. Und jetzt bin ich schon wieder krank gewesen. Oh, das, keine Ahnung. Eigentlich bin ich nicht so eine Person, die so schnell krank wird. Aber wenn ich dann krank bin, dann bin ich eigentlich relativ schnell wieder fit. So nach 3, 4 Tagen. Weil ich so eine Person bin, die immer schläft, um zu gesund zu werden. Ja. Ja, also das ist eigentlich in der letzten Zeit so passiert. Also Klausurstress gewesen, leichte Depression gehabt, krank gewesen, Periode gehabt. Das kam alles in den letzten 2, 3, 4 Wochen vor. Ja, ich glaube, ich hatte da nicht wirklich zugenommen. Entweder, also ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich hatte, glaube ich, schon 1 Kilo abgenommen. Ich hätte euch auch was abgefilmt. Das zeige ich euch, glaube ich, gleich hier nach diesem Clip dann. Soweit ich weiß, wiege ich jetzt 107 irgendwas. Ein bisschen abgenommen habe ich ja dann offensichtlich schon. Das meiste liegt aber, glaube ich, daran, dass ich wegen der Erkältung, weil wenn ich krank bin, dann esse ich nicht, sondern es ist normal, dass man halt dann auch ein bisschen abnimmt. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Dann hatte ich, also das Problem bei mir ist immer so, ich halte mich zwar an meinen Kalorienbedarf so weit, so gut. Ich habe jetzt auch wieder das Laufen angefangen. Im Sommer, ach, das war so schwierig für mich, laufen zu gehen. Irgendwie, ich hatte keine Lust irgendwie. Und wenn es dann so ein bisschen düster und dunkel und so ist, dann gehe ich am liebsten spazieren, einfach weil ich den Feeling fühle dann. Habe ich jetzt auch wieder spazieren angefangen. Zwar mache ich nicht 10.000, also nicht immer unbedingt, aber hin und wieder. Je nachdem, wie ich halt am Tag so gelaufen bin. Und ja, laufen habe ich wieder angefangen. Und das Ding ist, ich bin ja so richtig Schokoladenliebhaber. Und in der Woche über esse ich nicht so viel Süßes, bis fast gar nicht. Und am Wochenende genehme ich mir dann mal gerne was. Und dann, wenn ich mir aber was genehmige, dann ist das nicht mal eine Tafel, dann ist es vielleicht auch mal eine Tafel und ein paar Schokoriegel und so. Und ich habe das Gefühl, dass ich dann immer so einen Schokoladen- oder Süßes-Rausch komme, dass ich da so schlecht wieder rauskomme, dass ich dann über der Woche wieder anfange, Süßes zu essen, was nicht in meinem Kalorienbedarf reinpasst. Ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich, muss ich euch sagen. Ja. Aber im Grunde läuft das momentan, glaube ich, ganz gut. Also jetzt entwickle ich langsam wieder so ein Positives. Dazu habe ich jetzt auch meine Klausurphase fast hinter mir. Also diesen Donnerstag, wir haben jetzt Montag, diesen Donnerstag schreibe ich noch eine Arbeit. Aber meine ganzen anderen Arbeiten habe ich schon teils zurückbekommen. Und zwar in Mathe und Englisch habe ich schon zurückbekommen und habe eine 2 geschrieben. Also freut euch für mich. Ich freue mich, wenn ihr euch für mich freut. Ich habe mich dermaßen gefreut heute, weil ich heute meine Englisch- und meine Mathe-Arbeit wiederbekommen habe. Die anderen Arbeiten kriege ich erst nach den Ferien wieder. Und ja, die andere schreibe ich halt erst Donnerstag. Also das heißt, ich muss noch diese Woche auf jeden Fall noch üben. Und dann bin ich fertig mit der Klausurphase. Dann geht es erst in den Ferien wieder los. Ja, kurz am Rande mal so. Ganz random. Hat ja eigentlich gar nichts mit diesem Video zu tun, aber ich wollte es einfach mal erzählen von meinem Stolz. Ja. Jo. Ich denke, ich habe alles gesagt. Klein. Ihr klein Puddel ist auch wieder am Start. Und ich muss jetzt die Wäsche aufhängen und ja. Dann sehen wir uns wieder, wenn es irgendwas zu berichten gibt von mir.
meine Süßen. Ich wollte mich jetzt hier nochmal von euch verabschieden. Ich beende jetzt hier diesen Abnehmtagebuch und starte auch ein neues. Tut mir leid, wenn es so ein bisschen eintönig und ein bisschen langweilig vielleicht war. Aber ich, dadurch, dass alles, was dazu kam, was ich in den letzten Clips gesagt habe, hat es mich schon ein bisschen aufgehalten, Aufnahmen zu machen. Ich glaube, ihr kennt mich auch, ich vergesse es immer und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ja, falls es euch interessieren sollte, diese Reihe, dann schaut euch ganz gerne meine alten Videos an. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Tschüssi.